Und Männchen, was macht eigentlich euer Gemüsebeet? Oh nein! Unser schönes Beet! Das haben wir vollkommen vergessen! Und das Gemüsefest ist in 2 Tagen! Wir müssen was tun, zum Beispiel Bubbles die Schuld geben. Was? Sehe ich auch so. Bubbles ist schuld. Was hab ich getan? Wartet, ich hab eine Idee. Okay, ich habe lauter verschiedene Dünger gekauft. Ich habe 5 Bohnen. Die habe ich im Austausch gegen 5 andere bekommen. Hier steht, dass man die auf gar keinen Fall mischen darf. Wenn man gewinnen will, muss man auch ein paar Risiken eingehen. Na los, an die Arbeit. Vergesst die Bohnen nicht. In der Waffelpackung ist hundertprozentig keine Überraschung. Das beurteile ich selbst. Oh. Und Mädchen, was macht denn euer Gemüsebeet? Jetzt ist endlich Gemüsezeit! Oh Mann, es hat echt funktioniert. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber sich mit diesem Gemüsebeet leicht zu machen, hat sich gelohnt. Sind ja riesig, die Tomaten? Och, Bubbles, was hast du da angestellt? Das war nicht ich! Oh. Jemand frisst unsere Tomaten auf! Schaut mal, da ist noch eine übrig! Oh. Hab sie! Bubbles! Oh, tut mir leid! Alles okay, Bubs? Ich würde lügen, wenn ich ja sagen würde. Oh Mann, ich bin ja so eine Dusseline. Tut mir leid, ich habe so schrecklich Hunger. Und manchmal esse ich mehr, wenn ich nervös bin. Spoiler-Alarm, ich bin sehr oft nervös. Wer bist du? Und was bist du eigentlich? Oh, ich bin eine Tomatenraupe. Ich heiße Tabitha, aber nennt mich bitte Eddie. Warum? Gute Frage. Ach, vergiss es. Wie bist du hierher gekommen? Eigentlich war ich schon immer hier. Und ihr Mädels wart richtig groß. Aber dann bin ich heute Morgen aufgewacht und ihr wart wirklich richtig klein. Oh, ich wusste, wir hätten es uns nicht so leicht machen sollen. Ja, wie konntest du nur, Bubbles? Was? Oh, eine Tomate. Nein, das ist unsere letzte Tomate. Ja, hör mal, du hast alles aufgefuttert. Oh, ich bin echt schrecklich. Ja, das bist du. Tja, wir müssen jetzt zum Gemüsefest. Gemüsefest? Oh, das klingt toll. Wann fahren wir denn endlich los? Und wer fährt? Oh, und könnte mir jemand was leihen? Ich bin etwas knapp bei Kasse. Tja, das könnten wir schon. Niemals. Wir können doch nicht mit diesem Ding abhängen. Sie ist aber nur unseretwegen so groß. Und außerdem ist sie gar nicht so übel. Meine Cousine und ich haben die gleichen Socken. Ist das nicht verrückt? Ach, sie ist doch so übel. Hey, wir sind da. Gemüsefest. Na los, Leute. Wer zuletzt da ist, der hat verloren. Oh, entschuldigt. Also, ich gehe dann mal. Wow, widerlich. Hier, bitte. Die größte Zucchini, die wir haben. Nein, der kleine Niki hasst Zucchini. Okay, es wird Zeit, dass wir mit diesem Schätzchen hier den Preis als beste Tomatenzüchter der Stadt gewinnen. Und als beste Tomatenwerfer der Stadt. Und als beste Tomatenmäher der Stadt. Oh, ich will einfach nur gewinnen. Ja, ich auch, Babs. Oh, Kürbisse. Woo, yeah. Jetzt mal ganz im Ernst. Eddie ist echt schrecklich. Buttercup, sie ist doch nur ein bisschen unbeholfen und hungrig. Und manchmal versehentlich gewalttätig. Ups. Du hast meinen Kürbis zerquetscht. Du hast meine Kartoffeln zerstampft. Du hast meinen Spargel zerspackt. Du hast mein Gemüse kaputt gemacht. Das war Bubbles. Entschuldige, ich wollte. Oh Mann, ich werde hier wirklich ganz nervös. Nehmen wir einfach die Tomaten. Nein! Unsere Tomate! Eddie, das ist... Es reicht jetzt! Du bist die garstigste, nichtsnutzigste!